Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute gerne mal mit euch über Pinsel sprechen. Ich habe ganz viele Pinsel und ich habe in der Schminkgruppe, die ich habe bei Facebook, mal gefragt, habt ihr Videoideen, habt ihr irgendwelche Fragen oder so? Und da kam die Frage auf, ja, mach doch mal ein Video über Pinsel und wofür man sie genau braucht und dann auch genau zeigen. Ja, da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und habe so überlegt, kriege ich das hin? Habe ich dafür genug Wissen? Und kann ich das oder kann ich das nicht? Oder ist das nichts für mich? Dann, man muss ja auch so ein bisschen, wenn man schon ein Video macht, muss man sich auch so ein bisschen mit dem Thema wohlfühlen. Und da habe ich gedacht, nö, ich kann das und ich sage euch jetzt einfach meine Meinung, wie ich das so, nee, nicht wie ich das so finde, sondern wie ich das empfinde mit meinen Pinseln, also meine Pinsel und ich, heute eine Story, meine Pinsel und ich. Und ich werde euch einfach freiweg meine Meinung erzählen. Ein bisschen was weiß ich ja, ich habe mir auch ganz viele YouTube-Videos angeschaut, habe mir so das Wichtigste rausgepickt und dann mache ich immer so eine Waschmaschine, mein Wissen, das Wissen und von überall und dann mache ich immer so das, was ich meine da rein. So, darum geht es in diesem Video. Also, wofür die Pinsel, habt ihr ganz viele, habt ihr euch da schon mal so ein Set bestellt und wisst gar nicht, wofür man die braucht? Oder geht es euch wie mir, die meisten braucht man gar nicht, die stehen nur rum? Und ich erzähle euch einfach mal und dann natürlich auch so nebenbei, welche Pinsel ich jetzt am liebsten mag. Aber ich sage gleich vorweg, ich habe natürlich nicht jede Sorte hier, das ist klar. Ich habe nur so ein bisschen Erfahrung und darüber spreche ich dann einfach. Also Pinselvideo, Pinsel, meine Pinsel und ich. Ja, wo fangen wir an? Ich glaube, ich gehe mal so ein Schminki durch im Kopf. Und zwar würde ich ja als erstes den Pinsel nehmen, entweder für Primer, für Creme. Vielleicht mache ich davor eine Maske rauf und dafür gibt es Pinsel. Und das sind meistens diese ganz flachen Pinsel. Die sehen natürlich wahrscheinlich auch bei euch ganz anders aus. Aber es sind fast immer so eine flachen Pinsel, die auch ein bisschen breiter sind, weil man sich damit einfach richtig gut etwas verteilen kann im Gesicht. Das kann man mit Primer machen und das kann man auch mit einer Gesichtsmaske machen. Ihr könnt damit auch, oft steht das auch auf den Pinseln drauf, diese flachen Dinger, ich habe hier noch einen, diese beiden, dass hier denn drauf steht Foundation. Das empfiehlt sogar Make-up-Coach. Warum habe ich eigentlich hier keinen Make-up-Coach flachen Pinsel? Vielleicht habe ich den vorne, weil ich damit eine Maske gemacht habe. Das kann sein. Ich glaube, ich habe vom Make-up-Coach auch so einen flachen Pinsel. Ich habe übrigens auch schon mal ein Make-up-Coach-Pinsel-Video gemacht. Also schaut da gerne auf meinem Kanal. Und wie ich meine Pinsel reinige, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, wenn euch das interessiert. Aller Buseife natürlich. Nichts ist besser. So, also, das sind hier diese flachgepunnen. Wenn ihr sowas Ähnliches zu Hause habt, dann sind das Pinsel für Primer, für Gesichtsmaske. Aber man kann sich damit auch ganz toll die Foundation auftragen. Ich mache das nicht. Ich entfremde meine Pinsel und das kommt dann natürlich auch hier mit rein in das Video. Ich mache damit ganz andere Sachen. Ich mache zum Beispiel super, super gerne damit meine Lidschattenbase. Lidschattenbase ist ja immer so ein wie so ein Make-up, nur es ist gedacht halt für die Augen. Das sieht auch aus wie wie Make-up, ist aber hat eine andere Konsistenz, ist ein bisschen so deckend wie ein Concealer manchmal. Es gibt ganz viele verschiedene, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, aber es soll halt den Lidschatten besser festhalten. Und ich finde, und den habe ich immer so gerne dafür benutzt, guck mal, der passt genau in mein Auge. Ich liebe das. Und macht ihr nämlich so zack, zack und seid fertig. Und dafür ist der auch richtig geeignet. Also man kann natürlich, das ist sowieso klar, ihr könnt die Pinsel immer dafür benutzen, wofür ihr sie benutzen möchtet. Es gibt natürlich Regeln und ein bisschen Anweisungen. Manchmal steht es halt drauf auf dem Pinsel. Oder wenn ihr euch ein Set kauft, dann gibt es dafür so einen Ratschlag, wofür er sein sollte. Aber meiner Meinung nach, vielleicht könnt ihr das bestätigen, man entfremdet auch ganz gerne mal die Pinsel, oder? Man nimmt den dafür oder dafür und ich habe so viele Pinsel, die hier rumstehen. Naja, ich mache mal weiter. Also das sind hier die Primer- und Foundation-Pinsel oder Gesichtsmaske. Die flachen, breiten. Ja, dann Foundation-Pinsel. Ich habe alle rausgesucht, die ich habe und ich glaube, das hier soll auch einer sein. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß es nicht, aber
Der ist von Tarte. Ich weiß nicht, ich habe den mal geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wo ihr den bekommt. Der ist ganz schön. Aber nun komme ich mal dazu. Ich lasse den mal weg, weil ich bin mir nicht sicher, ob es ein Foundation-Pinsel ist. Das hier sind aber auf jeden Fall Foundation-Pinsel. Das ist einmal von Nabla. Die beiden sind von It Cosmetic und der ist von Luvia. Von Luvia. Ja, das sind meine Lidschattenpinsel. Preis-Leistung, naja, ne, ich glaube, It Cosmetic ist da am teuersten. Die kosten, glaube ich, so um die 30 Euro. Kann man immer ganz gut bei Douglas auch mit einem Rabattcode oder so bestellen. Und It Cosmetic hat auch ganz viele Rabattcodes meistens. Ja, also, meine persönliche Meinung. Warum jetzt ein Foundation-Pinsel und wie erkennt ihr ihn bei euch zu Hause? Entweder steht es drauf oder ihr habt ihn extra gekauft. Oder ihr erkennt ihn daran, dass er sehr kurz ist, nicht so lang, weil das ist doof. Ich sage auch gleich warum, sondern dass der ganz eng gebunden ist. Und das haben die alle gemeinsam. Ich hoffe, ich habe sie gut geputzt. Ich habe mich ein bisschen beeilt. Das haben sie alle gemeinsam, dass diese Pinsel meistens rund sind und sehr, sehr eng gebunden. Und der Grund ist, wenn ihr jetzt Foundation nehmt, zeige ich euch einfach mal. Wenn ihr jetzt Foundation nehmt, und das ist jetzt egal, welchen Pinsel ich von den vieren nehme, ich sage euch auch gleich, welchen ich am liebsten mag und warum. Wenn ihr jetzt einen eng gebundenen Pinsel zu Hause habt und er sieht so ähnlich aus wie diese hier, das heißt kurz, eng gebunden, buschig, ihr habt das Gefühl, ihr könnt euch darauf stellen. Und das ist nämlich auch der Grund, die Foundation verschwindet da nicht in dem Pinsel. Die liegt oben drauf und dann könnt ihr nämlich wunderbar, ich mache das heute mal auf dem Arm, wunderbar eure Foundation verteilen. Das könnt ihr in streichenden Bewegungen machen, das könnt ihr auch in drehenden Bewegungen machen, ihr könnt nachher auch noch mal mit dem Beauty-Schwamm rübergehen, aber dafür sind halt, jetzt ist ja schmutzig, dafür sind halt diese Foundation-Pinsel da, dass die das Produkt gut transportieren, deswegen sind die so eng gebunden. Und deswegen hatte ich auch Probleme mit diesem hier. Ich weiß wirklich nicht, ob es einer ist. Nehmen wir mal an, ihr nehmt so einen Pinsel für die Foundation. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt jeden Pinsel für die Foundation nehmen, auch einen Lidschattenpinsel. Das ist total egal. Nur das Ergebnis ist halt ein bisschen anders. Und hier verschwindet die Foundation gerne mal drin. Damit habt ihr so einen schönen. Guck mal, seht ihr die? Da ist nicht viel Spielraum. Die Foundation bleibt auf der Haut. Und wenn ihr das hier mitmacht, dann verliert sich nicht nur die Foundation da drinnen, das heißt, ihr habt ganz viel Produktverlust, sondern man kann es eigentlich auch nicht so gut damit verteilen. Also ich nehme mal an, dass es kein Foundation-Pinsel ist, weil das seht ihr schon, das ist einfach nicht, das ist einfach Quatsch, sich damit eine Foundation aufzutragen. Das ist wahrscheinlich eher so ein Bronzer oder so ein Puderpinsel. Also daran erkennt ihr die Foundation-Pinsel, dass sie halt so sind, dass sie das Produkt nicht so auffuttern und dass man damit gut die Foundation auftragen kann. Hier ist sogar noch was drauf. Sehr ergiebig. Ja, das ist halt der Vorteil, dass die nicht das ganze Produkt aufessen. Das spart natürlich Produktarbeit und es geht einfach auch schnell und das Ergebnis ist sehr schön. Also ich mag das Ergebnis mit diesem Foundation-Pinsel am liebsten. So, wenn ihr mich jetzt fragt, ja, welchen Foundation-Pinsel würdest du denn jetzt empfehlen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, sind an vorderster Front meine It Cosmetic Pinsel, die mag ich am allerliebsten. Ich hatte auch schon welche von Essence und ich glaube Catrice. Ich habe da schon ganz viel durchprobiert, gerade Drogerie. Ich habe mir dann mal so einen gegönnt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Herz war zuerst da. Meine liebe Freundin, ganz liebe Grüße, hat mir dazu geraten. Nicht nur, weil er sehr, sehr schön ist. Und ihr könnt mir glauben, 30 Euro für einen Pinsel, das war eine riesengroße Überwindung für mich. Und ich habe gedacht, boah, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich kann doch nicht 30 Euro für einen Pinsel ausgeben. Das kann ich doch nicht machen. Ich habe einen zweiten und ich habe es nie bereut. Und ich würde mir noch 5 Stück kaufen. Die sind einfach toll. Das Ergebnis damit ist einfach anders. Es ist einfach anders. Das ist wie die roten Schuhe, die im Schrank stehen. Die werden nur zu einem bestimmten Anlass angezogen, weil die sind einfach anders. Die sind besonders. Boah, ich liebe diese Pinsel. Ich benutze die ständig. Und ich benutze sie auch mal 2, 3 Mal hintereinander, dann mache ich sie gar nicht sauber, dann lasse ich sie hier liegen und dann benutze ich sie am nächsten Tag nochmal und ich liebe das einfach. Also das sind meine absoluten Lieblingspinsel, falls ihr das wissen möchtet. Und hier ist es halt so, bei dem Nabla-Pinsel, der ist auch ganz gut, aber der ist mir halt wieder zu,
zu weich. Das mag ich nicht so gerne. Der futtert so viel Produkt. Das finde ich doof. Und der hier ist mir einfach nur zu klein. Der ist von Luvia. Das ist auch ein schöner Pinsel. Aber irgendwie ist der mir zu klein. Ich mag das lieber, wenn die so ein bisschen größer sind. Und aber ansonsten ist das ein schöner Pinsel, den ich so auch weiterempfehlen kann. Also da hat Luvia nicht irgendwie Nachteile oder dass Luvia komisch ist oder so. Also den Foundation-Pinsel von denen finde ich richtig gut. Ja, das waren die Foundation-Pinsel. Solltet ihr also zu Hause so ein Produkt haben, so ähnlich, kurz gebunden, man kann sich fast draufstellen, dann ist es ein Foundation-Pinsel. Übrigens könnt ihr beispielsweise, ihr habt euch jetzt damit geschminkt und ihr möchtet dann praktisch ein Cremeprodukt auftragen. Ich zeige mal jetzt hier, mal gucken, hier. Zum Beispiel von Kiko den Stift und ihr möchtet euch jetzt so ein bisschen Kontur auftragen. Dann macht ihr einfach das hier, ihr nehmt den Foundation-Pinsel, verteilt das Produkt hier und dann macht ihr damit eure Kontur. Und das geht richtig gut, gerade weil da noch so ein bisschen von Foundation drauf ist. Dadurch wird das so richtig schönes Ergebnis und danach könnt ihr dann abpudern oder auch nicht. Mit Puder hält es dann natürlich ein bisschen länger. Und das könnt ihr auch mit Rouge machen, wenn es Cremeprodukte sind. Und also mit trockenem Puder könnt ihr das nicht machen. Aber wenn ihr Cremeprodukte nach der Foundation benutzt, dann benutzt gerne den Foundation-Pinsel dafür, weil das geht einfach gut. Können natürlich auch einen anderen Pinsel nehmen, aber ich mache es ganz oft so und dann kommt er aber auch in der Wäsche. So, weiter geht's. Also, Foundation ist drauf und dann kommt entweder der Concealer oder das Puder. Ich mache mal beim Concealer weiter. So, wenn ihr jetzt Concealer habt, ich glaube, ihr wisst alle, was Concealer ist. Das gibt es ja so in allen möglichen Varianten. Das ist halt Concealer, den mache ich mir immer hier rauf. Den kann man sich auch so ein bisschen für Pickel abdecken oder Rötung oder so. Dafür kann man Concealer benutzen. Ist ein bisschen dicker als Make-up und sehr schön deckend. Ja. Und wenn ich mir hier meinen Concealer auftrage, dann kann ich das natürlich mit einem kleinen Make-up-Schwämmchen machen. Mache ich aber nie. Ich kann es mit dem Finger machen. Mache ich total gerne, weil Wärme des Fingers und der Finger passt immer richtig gut hier rein. Und man kann so richtig schön tupfen. Man tupft nicht zu doll. Man hat ein gutes Gefühl, weil es halt die Finger sind. Ist spitze. Aber ganz oft benutze ich dafür auch einen Pinsel. Und da habe ich auch mehrere zur Auswahl. Und die sehen ganz anders aus. So, jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Pinsel vom Make-up-Coach in der Hand habe. Ja, habe ich. Also, Make-up-Coach zum Beispiel empfiehlt diesen Pinsel für Concealer, weil Concealer, wo ist er? Moment, ich hatte ihn mir noch hingelegt. Ich nehme mal den vom Make-up-Coach. Concealer ist ja ein Cremeprodukt und sie sagt zum Beispiel, wenn ihr das hier auftragt, ist dieser Pinsel so gemacht, ganz flach. Und etwas länger ist der so gemacht, dass ihr ganz, ganz toll hier den Concealer auftragen könnt. Ihr kommt wunderbar in die Ecke. Ihr könnt mit der Spitze noch wunderbar hier oben euren Concealer verteilen. Und ihr könnt vor allen Dingen hier ganz toll über die Falten rüber huschen. Weil der ist so, so sanft und so geschmeidig, dass er sich einfach nur, ich sag mal so, auf die Falten rauflegt. Ihr streichelt praktisch hier gerade diese ganz, ganz dünne, empfindliche Haut, die ja gar nicht so gerne viel Produkt haben möchte, wenn sie schon etwas älter ist. Und gerade hier, wenn ihr da immer, wenn da ganz oft euer Concealer oder so drin bleibt oder so, einfach ein bisschen verstreichen mit dem Pinsel oder so ein bisschen mit der Wärme des Fingers verteilen. Oft ist es dann einfach nur zu viel aufgetragen, nimmt dann einfach ein bisschen weniger. Und damit passiert das halt nicht. Hiermit könnt ihr so richtig schön den Concealer reinstreicheln. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, benutze ich sehr gerne. Was ich aber auch oft mache, weil es muss ja schnell gehen, es sind diese drei Pinsel. Der ist von For Your Beauty. Das ist so ein doppelseitiger. Den habe ich bei Rossmann mal gekauft. Und da habe ich immer diese Seite, die ist kurz gebunden. Im Grunde genommen ist das wie so ein kleiner, kurzer Foundation-Pinsel. Den habe ich unheimlich gerne hierfür benutzt, weil das einfach schnell geht. Oft habe ich Concealer hier aufgetragen und dann nochmal ganz schnell einmal rein in den Lidschatten, in den hellen. Tupf, tupf, tupf. Fertig. Und praktischerweise habt ihr dann hier auch gleichzeitig noch einen schönen Lidschatten. Also bei Rossmann For Your Beauty finde ich ganz, habe ich jahrelang benutzt, sehr gerne sogar.
Und dann habe ich noch diese beiden Pinsel. Den hier habe ich gerade benutzt, deswegen ist der ein bisschen schmutzig. Und den habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Ja, ganz lieb und ganz süß. Und zwar ist der auch für Concealer. Und der ist extra so schräge und auch wie so ein Foundation-Pinsel. Und der ist wirklich extra sogar, es müsste eigentlich auch draufstehen. Steht das hier drauf? Nee, steht nicht drauf. Sigma-Pinsel werdet ihr hier öfter mal hören, weil Sigma-Pinsel finde ich richtig toll. Die würde ich euch auch wirklich als Marke empfehlen. Sigma, finde ich großartig, die Pinsel. Ja, und der ist natürlich so schön geformt, dass ihr hier wunderbar reinkommt und auch hier schön ausstreichen könnt. Und dann habe ich auch noch mal den Make-up-Coach-Pinsel dazu. Das ist der Lidschattenpinsel Nummer 3. Den gibt es in kurz und in lang. Und der ist auch wie so ein kleiner süßer Foundation-Pinsel. Und der macht hier das Gleiche. Hier ist halt nur der Unterschied, dass der von Sigma so ein bisschen abgeschrägt ist und der ist nicht abgeschrägt. Der ist halt, aber beide sind genauso weich, beide fast die gleiche Qualität. Also Make-up Coach und Sigma, die nehmen sich da wirklich nichts, finde ich, von der Qualität her. Ich mag beide sehr, sehr, sehr gerne und kann mich da nicht entscheiden. Und guck mal hier, der ist auch so richtig schön weich und rund. Und damit kommt man hier auch super gut hin. Und man könnte auch hier und da und überall. Und ja, das sind halt die Concealer-Pinsel. Also, solltet ihr in eurer Sammlung einen Mini-Foundation-Pinsel haben, also so ein bisschen rund, so ein bisschen kurz gebunden oder so einen etwas länglichen, ganz, ganz lang, man kann auch Katzenzunge dazu sagen, dann könnte es ein guter Pinsel sein, um den Concealer zu verteilen. Ich sage gar nicht, dass das jetzt ein extra Concealer-Pinsel ist, aber ihr könntet ihn dafür super gut benutzen. Es wird auch so empfohlen und ich würde es euch halt auch so empfehlen, weil ich es halt auch so mache. Und nach dem Concealer kommt natürlich das Puder. Das Puder könnt ihr natürlich auch mit einer Puderquaste auftragen. Ihr könnt das auftragen. Ja, womit kann man denn als Puder auftragen? Mit so einem Kabuki-Pinsel, den habe ich auch mal gehabt. Den nicht mehr. Von Asam. Da ist er. Sehr schön. Den könnt ihr auftragen, auch mit einem Kabuki-Pinsel. Der hier ist von Asam. Der Puderpinsel, der ist natürlich der größte unter den ganzen Pinseln. Meistens. So wird es geraten. Ob ihr das so macht oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Aber meistens sind die allergrößten Pinsel, die ihr habt, diese riesen Dinger, das sind die Puderpinsel. Wahrscheinlich, weil es einfach am schnellsten geht, weil man sich das Puder ja am besten so reintupfen sollte. Und also für mich sind die alle fast gleich. Der ist ein bisschen klein von Luvia, der könnte größer sein. Also das wäre bei mir fast schon ein Rouge oder ein Bronzerpinsel. Ich glaube, für einen Bronzer würde ich den eher nehmen, weil der so ein bisschen größer ist. Ja, und dann habt ihr den noch von Maxime Giacomo. Der ist auch richtig gut, mag ich gerne. Am meisten benutzt habe ich hier meine Königin von Make-up Coach. Geht auch richtig gut. Ja, die nehmen sich da nicht so viel, ne? Der Kabuki, den kann man immer ganz gut mitnehmen. Der ist ja halt nur die kurze Variante. Finde ich mal ganz praktisch für die Handtasche. Und ja, ob ihr das mit einem Puderpinsel machen möchtet oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Ich habe heute zum Beispiel was ganz anderes genommen. Oder ich hatte ja neulich auch bei einem Video nur so eine ganz kleine Puderdose. Ich habe auch vom Make-up Coach kleine Puderdosen. Da würde ich dann mit so einem kleinen Pinsel reingehen. Also weil da kommt ihr auch immer hier ganz gut hin. Und wenn ihr gezielt Puder auftragen möchtet, weil mit so einem Pinsel ist natürlich klar, da kann man nicht so zielen. Und da landet das natürlich wahrscheinlich überall. Und wenn ihr einen kleineren, fluffigen Pinsel nehmt, nehmt da was ihr findet bei euch in der Sammlung. Der ist hier wieder von Tarte. Also ich weiß nicht, wo es den gibt, aber ich glaube, ich habe sowas auch schon von Real Technik gesehen. Das ist die Marke, die es bei Rossmann gibt. Die sehen immer denn so. Nee, ich habe hier in der Hand sogar. Guck mal hier, die sehen immer so aus. Da steht auch drauf, Real Technik sind auch ganz tolle Pinsel. Und da gibt es auch mal so kleine fluffige. Und dann kann man die auch nehmen, wenn man nicht überall Puder haben möchte, sondern so ganz gezielt nur so an bestimmten Stellen. Man möchte ja vielleicht nicht überall. Aber ansonsten, wenn ihr Transparentpuder nehmt, also ich habe das heute auch gemacht,
Ich habe die ganzen Cremeprodukte im Gesicht aufgetragen und auch schon Lidschatten, Brightliner und so weiter. Und dann habe ich einfach mein Zauberpuder genommen, bin sogar über die Augen rüber, weil ich hatte ja noch keinen Mascara drauf. Und dann hält das ja alles auch noch mal so ein bisschen besser. Wenn ihr hier Concealer habt und hier Lidschatten, kann man ruhig noch mal über diese Schlupflider rüber, die ja hier immer so gerne schwitzen, kann man ruhig noch mal so ein bisschen mit Transparentpuder rüber. Und dafür ist so ein Pinsel immer gut. Diesen Riesenpinsel nehme ich ganz oft, wenn es schnell gehen muss. Immer so, und dann kann man los. Ja, und der ist halt so ein bisschen gezielt, aber den kann man auch noch für was anderes nehmen. Ja, solltet ihr also einen riesengroßen Pinsel bei euch in der Sammlung haben, dann werden das wahrscheinlich die Puderpinsel sein. Dann gibt es noch so komisch geformte Pinsel, und zwar in verschiedenen Varianten. Das sind so die drei, die ich habe. Also der weiß ich gar nicht, wofür der eigentlich ist, aber ich glaube auch, muss mal. Nee, hier steht zum Beispiel drauf Square Foundation. Das ist mein Konturpinsel. Und das sind alle drei Konturpinsel, die ich so habe. Und da weiß ich, das ist der von Make-up Coach. Da weiß ich ganz genau, dass es ein Konturpinsel ist, weil sie ihn halt unter diesem Namen auch verkauft. Und das ist auch wieder wie der Foundationpinsel. Eng gebunden. Man kann sich, na, nicht raufstellen. Ein bisschen weich ist er schon auch. Aber es ist halt eng gebunden. Und das ist halt auch für Cremeprodukte. Und die haben halt so eine längliche Form, weil man ganz oft hier so ein bisschen konturieren kann oder man konturiert so. Also wenn ihr hier so ein bisschen Wangen konturiert haben möchtet, dann nimmt man natürlich keinen runden, sondern man möchte ja im Grunde genommen so ein bisschen Knochen nach, also einen Schatten möchte man ja eigentlich hier hinzaubern, damit es schön mager aussieht. Und deswegen nimmt man so einen eng gebundenen, aber einen länglichen Pinsel. So erkennt ihr die. Und auch hier für die Nase ist das ganz praktisch. Und den hier habe ich auch. Ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, weil der so ein bisschen weicher ist. Der ist von BH Cosmetics. Den habe ich immer für Puderkonturprodukte benutzt, weil damit kann man immer ganz gut hier auch ausstreichen zum Hals hin und so weiter. Und hier war der mir immer fast ein bisschen zu groß, hier sowieso. Also oft habe ich ihn einfach nur hierfür benutzt und für Puderprodukte. Dann der hier, der ist ja so im Vergleich viel kürzer und ein bisschen fester. Den habe ich dann für Cremeprodukte benutzt. Ich habe zum Beispiel vom Make-up Coach ein Kontur Produkt in Cremeform und dafür habe ich immer diesen Pinsel benutzt. Da bin ich dann immer so reingegangen oder gehe ich immer so rein und dann kann ich mir hier auch noch mal schön die Kontur machen und zur Not kann man damit auch die Nase machen, aber dafür habe ich halt immer den hier benutzt. Ihr seht ja auch, der ist schön benutzt, jeden Tag benutze ich den. Da gehe ich immer so über meine Nase rüber. Das ist so mein Nasenkonturpinsel. Zur Not kann man auch mal hier auftragen. Klar, ne, ich nehme jetzt auch nicht für jede Sache oder für jede Stelle in meinem Gesicht einen anderen Pinsel. Ganz oft muss es schnell gehen, mache ich so zack, zack, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, hier noch mal so zacki, zacki und dann kann man los. Und solltet ihr in eurer Sammlung so einen Pinsel vorfinden oder so ähnlich, dann wird das wahrscheinlich ein Konturpinsel sein. Ist aber nicht Maß aller Dinge, was ich hier sage. Ich war schon bei Rossmann und habe Pinsel gesehen, da stand dann Kontur drauf, die waren ganz anders geformt. Ich habe zum Beispiel auch mal einen gehabt. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Wo ist der eigentlich geblieben? Ich hatte auch mal einen, ich glaube, von For Your Beauty, den mochte ich total gerne. Der war so schräge. Nee, das ist jetzt doof gezeigt. Ja, so ähnlich wie der. Also der war einfach so schräge. Und der war auch toll. Der war so. Ach Mann, ich schade, dass ich euch den nicht zeigen kann. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist, ob ich ihn weitergegeben habe. Also überspitzt gesagt, so war er auch nicht. Er war halt flach oder flachher, aber halt so ein bisschen so gebogen. Und da konnte man auch immer ganz toll so die Kontur mit auftragen. Also wenn ihr da so einen ähnlichen, wenn ihr sowas sucht zum Beispiel, das findet ihr auch bei Rossmann, For Your Beauty. Ob Real Technik das hat, weiß ich nicht, aber es steht auf jeden Fall auch immer auf der Verpackung drauf, dass das zum Beispiel für Kontur ist. Und ich finde mal, es sollte auch euer Herz so ein bisschen mitentscheiden, ob oder wahrscheinlich müsst ihr euch da auch einfach so ein bisschen ausprobieren, wenn ihr jetzt Anfänger seid, dass ihr einfach euch mal so einen Pinsel kauft, dann erstmal sowieso mit Kontur so ein bisschen anfreunden. Und wenn man sich mit Kontur so ein bisschen angefreundet hat, Kontur, nicht Kultur, Kontur, angefreundet hat und man ist da so ein bisschen sicherer drin, dann kommt das meistens von ganz alleine, dass ihr irgendeinen Pinsel greift, den ihr da habt. Dass ihr sagt, ne, mit dem kann ich das am besten. Das ist einfach so. Das ist so wie,
Ich weiß nicht, meistens hat man den ganzen Schrank voller Pullover und man nimmt sich immer nur einen zum Kuscheln. Man hat einen Kuschelpullover, der ist zum Kuscheln. Und dazu die ganz bestimmte Tasse, die man jeden Morgen nimmt, weil man damit wacher wird, weil sie so schön in der Hand liegt. Ich habe zum Beispiel hier auch Kaffee stehen. Ich brauche immer so einen großen Pott. Das darf nicht zu klein sein. Ich hasse das. Wenn ich zu meiner Mutter gehe, Kaffee trinken, weiß die ganz genau, wenn ich komme zum Kaffee trinken, brauche ich einen großen Behälter. Ich mag nicht diese kleinen schmalen Tassen, sondern es muss dieser große Pott sein und ganz viel Milchschaum und so. Ich liebe das. Und ja, so ist halt jeder auch komisch. Und da gibt es bestimmt auch Frauen unter euch, die sagen, nein, ich trinke nur aus einer ganz eleganten Tasse. Da müssen Blümchen drauf sein, da musst du ein bisschen mit Goldrand sein und das darf man nur so anfassen dürfen. Also da ist jeder anders und genauso soll es auch sein. Also das ist, es gibt ja hier keine strengen Regeln oder so. Das finde ich immer doof, wenn es so strenge Regeln gibt. Ich finde immer, jeder sollte das so machen, wie er das am besten findet. So, jetzt habe ich hier ganz viele Pinsel. Die werde ich mal alle in die Hand nehmen. Das sind so alle Pinsel, die ich so gefunden habe für Rouge und für Bronzer. Wie unterscheiden die sich jetzt? Ja, die sind alle so ein bisschen anders. Das hier zum Beispiel sind von Make-up Coach. Ich glaube sogar Foundation Pinsel. Ich glaube, die, wenn ich mich nicht täusche, hier steht nämlich Make-up Puschel. Genau. Make-up Coach zum Beispiel sagt, benutzt diese Pinsel für Foundation. Diese Pinsel sind besonders, weil sie diese weißen Spitzen haben. Und wenn ich euch das so zeige, seht ihr das schon. Das hat so diesen Airbrush-Effekt. Und zwar erreicht man damit entweder, wenn man die Foundation auftragt, macht das gerne, ne? Wenn ihr das gut findet, könnt ihr auch den hier nehmen. Damit erreicht man halt, dass sich das Produkt ganz leicht auf der Haut verteilt. Wenn ihr zum Beispiel eine BB-Cream habt und sie hat ja den Weichzeichner, das ist ja eher so ich sag mal, dünnes Produkt, also wie so eine BB-Cream, keine richtig deckende Foundation, da hättet ihr vielleicht Schwierigkeiten damit, sondern ihr Produkt ist ja sehr leicht und damit könnt ihr natürlich eine leichte BB-Cream, könnt ihr ganz gut damit verteilen. Für mich allerdings ist das ein Produkt für Rouge. Und zwar, wenn ihr Rouge habt, zeige ich euch, nimm mal irgendeinen Rouge. Nimm jetzt mal Nabla. Wenn ihr Rouge habt und ihr nehmt jetzt so einen, irgendwie so einen ganz krassen Pinsel. Jetzt habe ich irgendeinen krassen Pinsel hier. Ich zeige jetzt mal einfach einen Puderpinsel jetzt. Also wenn ihr jetzt praktisch so einen Pinsel habt für Rouge, dann macht ihr das ja hier rauf und dann verteilt ihr euch das Rouge. Und dann habt ihr die ganze Wange voller Rouge. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich will ja hier niemandem zu nahe treten. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber wenn ihr so ein bisschen meinen Kanal verfolgt oder folgt, ich versuche ja immer auch so ein bisschen Kontur zu machen mit Rouge. Und ich versuche ja immer, ja, ich weiß, ich rutsche oft runter. Ich weiß, ich bin ja auch lernfähig. Ich hatte Rouge immer am Anfang meiner Videos immer schön hier unten. Ich habe da immer gar nicht so drauf geachtet. Ihr habt mich dann dahin erzogen, dass ihr gesagt habt, Mensch, da mal das Rouge ein bisschen weiter nach oben. Ich bin ja lernfähig. Also normalerweise sollte Rouge nicht überall landen und das passiert ja dann auch und damit habt ihr dann auch ganz viel Farbe auf der Wange. Mit einem Stippling Brush habt ihr das nicht, weil wenn ihr jetzt mal ganz genau schaut, diese Stippling Brush, also diese weißen Dinger, nehmen ja nur so ein bisschen Farbe auf. Damit kann man sich gar nicht zu viel auftragen. Und dadurch habt ihr auch so einen Airbrush-Effekt. Das heißt, ihr könnt natürlich hier auch richtig schön drin rumwühlen, dann habt ihr auch ganz viel Produkt. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel abgegeben, weil ja erstmal nur die weißen Spitzen das Produkt abgeben. Und so könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen richtig krassen, pigmentierten Blush habt, oder so ein richtiges dunkles Rouge, wo ihr sagt so, oh, da muss ich vorsichtig sein. Ich weiß ganz genau, wenn ich da mit Pinsel reingehe, dann habe ich hier einen Streifen und das ist viel zu viel drauf. Dann nehmt gerne so ein Stippling Brush, ganz vorsichtig hier rein, ganz zart nur berühren und dann einfach so rauftupfen, dass ihr praktisch erstmal nur so ein paar Pünktchen, um das jetzt überspitzt zu sagen, so ein paar Pünktchen auf die Wange malt. Und dann könnt ihr das immer noch ganz in Ruhe verteilen. Und ihr könnt das dann immer noch so ein bisschen ausstreichen. Wenn ihr merkt, oh, ganz dunkel, dann einfach darüber oder nochmal mit dem Foundation-Pinsel rüber. Na, das mache ich ja auch ganz oft, wenn ich mein Make-up verpatzt habe, wenn ich zu viel Rouge drauf habe oder so. Dann nehme ich mir ganz oft nochmal mein
mein Foundation-Pinsel, mit Glück habe ich dann auch noch nicht gepudert, weil sonst wird es schwierig. Dann muss ich Puder darüber machen oder so, dann danach nochmal Puder. Aber oft gleiche ich dann nochmal aus, dass ich mit dem Foundation-Pinsel nochmal hier so rüber gehe, einfach um hier das Rouge so wegzuholen, damit das Rouge weiter oben sitzt. Weil wenn man etwas älter ist, so wie ich möchte immer gerne so ein bisschen oben bleiben, weil es rutscht ja von alleine alles runter Richtung Boden. Und mit Rouge habe ich immer die Chance, ich kann ein bisschen schummeln. Ich kann mich ein bisschen jünger schminken, indem ich hier ganz oben meinen Rouge verteile, in der Chance, in der Chance, dass es einfach ein bisschen höher rutscht und dass es optisch einfach ein bisschen gelifteter aussieht. Das ist der Grund. Ja, und wenn ihr so eine Pinsel da habt, natürlich gerne Foundation, macht damit, was ihr wollt. Ich finde es immer sehr praktisch und ich glaube, das ist auch so gedacht, dass man damit halt nicht so viel Farbe gleich aufträgt. Nennt sich, wie gesagt, Stippling Brush. Gibt es in allen möglichen Varianten. Ich zeige euch mal meine Varianten. Das sind diese hier, also die beiden hatte ich euch gerade gezeigt, die sind vom Make-up Coach. Dann hat sie auch diesen hier, Make-up Coach. Sie macht damit Rouge. Hier steht das, glaube ich, auch drauf. Porcelain Rouge. Und genau das ist es, was sie halt zeigt. Sie zeigt, geht in das Produkt rein. Sie hat ja einen ganz tollen Rouge-Ton, Just Fresh. Damit kann man sich ja gar nicht zu viel schminken. Da geht man vorsichtig in den Ton rein und dann kann man schon mal hier einfach so ganz natürlich auftragen. Also das geht damit auch sehr gut. Und ja, mache ich eigentlich ziemlich selten, weil der mir immer noch so ein bisschen zu groß ist dafür. Ich finde, ich mag immer die anderen lieber, die kleiner sind. Also wie gesagt, ich mache dann auch mal gerne, was ich möchte. Einfach so. Und dann habe ich noch diese hier. Diese beiden sind mal wieder von Rossmann von For Your Beauty. Und ihr seht schon, die haben die optimale Form. Das sind fast meine Lieblings Pinsel, weil die so süß sind. Die sind wieder wie so ein Foundation-Pinsel, ein bisschen enger gebunden, aber nicht ganz so fest. Und hier vorne diese weißen Spitzen, Airbrush-Effekt. Und damit könnt ihr halt, wenn ihr so ein bisschen Kontur oder wollt euch so ein bisschen jünger schminken, damit könnt ihr halt viel gezielter Rouge auftragen. Nicht so überall mit einem Riesenpinsel, sondern hier könnt ihr wirklich, wenn ihr möchtet, entweder so oder so in kreisenden Bewegungen. Das ist natürlich das Schönste, wenn das klappt, dass man das Rouge so schön in kreisenden Bewegungen, also am besten rein ins Produkt auftupfen und dann in kreisenden Bewegungen ganz, ganz schön verteilen, dass das möglichst so richtig gekonnt aussieht. Auch wenn man das nicht kann, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie die Technik ist, wie das die Make-up-Artisten machen oder die sich toll schminken können, warum sieht das immer alles so ebenmäßig aus, so als wenn die sich gar nicht geschminkt haben. Das ist doch ekelhaft, wie gut die das können, oder? Und mit so einem tollen Pinsel schafft ihr das halt auch, dass es so alles so eben aussieht, wie so eine Porzellanhaut. Sieht man damit aus. Ja, was ich noch habe, ist hier ein ganz, ganz toller Pinsel, den liebe ich über alles. Mein richtiger Haar, das ist so mein Schatz, den ich hier habe. Das ist einer von Sigma und die Nummer ist F 15. Ein richtiger Rouge-Pinsel, das steht auch drauf. Der ist für Rouge. Der ist länglicher, das mag ich. Der ist ein Stippling Brush, das mag ich. Und der hat hier so eine, ja, der hat so eine ganz spezielle Form. Der ist ein bisschen flacher von der Seite, aber auch nicht so ganz. Und dann geht der halt so zu. Und den liebe ich über alles. Damit habe ich immer so die schönsten Ergebnisse beim Rouge. Und damit kann man halt auch so richtig schön sich Rouge verteilen. Und Bronzer würde natürlich auch gehen, aber ich nehme den immer für Rouge. Ich nehme meistens für Bronzer einen etwas größeren Pinsel, weil Rouge kommt ja eigentlich nur hier hin, so in diesem Bereich. Und Bronzer macht ihr ja eigentlich so ein bisschen größer, so ein bisschen großflächiger. Bronzer soll ja das ganze Gesicht aufhellen. Da würde ich zum Beispiel den hier nehmen vom Make-up Coach, der eigentlich für Rouge ist. Aber das ist, finde ich, so das optimale Produkt für Bronzer, finde ich. Also bei Bronzer sagt man, man soll so eine 3 malen. Ob man es hier macht, weiß ich nicht. Manchmal mache ich so ein bisschen das Kinn. Aber hauptsächlich soll man hier so ein bisschen das Gesicht aufhellen. Das heißt, wenn man Foundation drauf hat, man ist ja dann, ich sag mal so eine Fläche, weil man Foundation drauf hat, macht man mit Bronzer so ein bisschen Wärme ins Gesicht. Also man zeichnet sich praktisch so ein bisschen, man rundet das Gesicht so ein bisschen ab mit Bronzer. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, und dann habe ich noch zwei Pinsel hier. Und den wollte ich euch mal zeigen. Hier steht nämlich drauf ein Blush Brush. Und damit Rouge aufzutragen, na ja, das wäre jetzt eher für mich so ein Bronzerpinsel, habe ich ja gerade erklärt, warum, weil es halt, oh,
so mega weich und der ist auch so toll. Aber ich versuche immer hier oben zu bleiben. Also wenn ihr so einen Pinsel benutzt, würde ich versuchen, ganz leicht aufzutragen und immer nach oben hin auszustreichen. Also nie so irgendwie so bäm, 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 sondern immer so schön nach oben ziehen, weil es halt so ein bisschen nach oben zieht dann optisch. Und das ist für mich so ein optimaler Bronzerpinsel. Der ist weich, der macht nicht so viel und der ist schön geschmeidig. Und ein bisschen größer, geht schneller. Ja, dann habe ich von Luvia noch einen Pinsel. Das ist ein Rouge-Pinsel. Ich benutze den irgendwie nicht. Ich benutze den irgendwie nicht. Was ich gut finde an dem ist, dass der so eine Form hat, dass das so ein bisschen abgerundet ist. Das ist immer sehr praktisch. Dann habt ihr nämlich auch nicht so viel Produkt. Das heißt, wenn ihr kein Stippling Brush zur Hand habt, ihr habt so einen abgeschrägten Pinsel bei euch und ihr wisst gar nicht, was macht man damit. Damit kann man sich ganz gut Rouge auftragen. Also der ist rund, bisschen abgeschrägt. Und das Schöne ist halt, ihr macht Produkt darauf und dann habt ihr nicht gleich so eine Fläche, wo ganz viel Rouge, also nicht so ein Punkt mit Rouge, sondern der ist extra abgeschrägt und sich so ein bisschen, der ist so ein bisschen angepasst an die Form des Gesichts und man kann damit einfach besser verstreichen. Dadurch, dass der so ein bisschen schräge ist, kann man einfach ein bisschen besser verstreichen. Er ist noch neu, ich habe Luvia Pinsel ja noch nicht so lange. Eigentlich ist der ganz gut, aber komischerweise benutze ich ihn nicht so oft. Die meisten Pinsel, die ich benutze, sind natürlich diese hier. Diese hier. Ach, das sind meine neuesten. Den hier habe ich bei Rossmann gekauft, For Your Beauty. Und den habe ich gekauft, weil ich den gekauft habe. Und ich wollte eigentlich den nochmal kaufen. Habe mir dann aber gekauft, nein, gedacht, nein, ich kaufe den. Weil der ist von Ebeline, der ist von For Your Beauty. Also Rossmann gegen DM. Und weil die beide so gleich sind, habe ich gedacht, naja, mal gucken. Und den finde ich optimal für Highlighter. Den zeige ich euch also gleich. Der hier, den habe ich gekauft, weil ich den liebe. Ich finde den toll. Guter, günstiger, toller Pinsel. Man kann damit auch wieder so schön, weil der halt so schön geformt ist, ganz tolles Ergebnis habt ihr damit mit Bronzer und mit Rouge. Der geht so ein bisschen spitz zu. Der hat so ein ganz klein bisschen, auch wie der Stippling Brush. Der ist ein bisschen enger gebunden. Der ist wahnsinnig weich. Der hat genau die richtige Größe, so wie es sein muss. Er ist nicht zu klein, nicht zu groß und ist optimal, um sich hier das Produkt aufzutragen. Also ganz toller Pinsel. Ja, und dann habe ich es ja schon erwähnt. Dann kommen die Highlighter. Und das sind bei mir diese Pinsel hier. Also wie gesagt, den habe ich eigentlich gekauft, weil ich den anderen gekauft habe. Aber den werde ich jetzt hier so schön für Highlighter benutzen. Highlighter kommt ja immer hier oben an die höchste Stelle oder auf die Nase. Aber dieser Pinsel wird ganz viel Produkt aufnehmen. Damit habt ihr so einen richtig krassen Highlighterstreifen dann hier. Müsst ihr natürlich aufpassen. Am besten nur so ganz bisschen vorsichtig mit der Spitze. Den benutze ich am allermeisten, sieht man auch, der ist schön schmutzig, ist mal wieder putzen. Den benutze ich am allermeisten hier für meine Nase, hierfür. Damit habt ihr so das natürlichste Highlighter-Ergebnis, weil der halt wie so ein Schmetterling, ich nenne ihn immer Schmetterlingspinsel, den kennt ihr bestimmt, weil den benutze ich ja immer. Damit könnt ihr einfach so ganz leicht so rüberstreichen und einen Hauch von Highlighter in eurem Gesicht zaubern. Damit macht man nichts falsch. Den habe ich mal bei Avon gekauft. Den gibt es aber auch überall, glaube ich. Das ist auch ein ganz toller Pinsel. Der ist von, ich muss schon mal, Nabla. Ich dachte eben, Sigma? Nein, Nabla. Das ist ein Nabla-Pinsel. Und ich mag die Nabla-Pinsel eigentlich gar nicht so gerne. Aber den hier benutze ich sehr gerne, weil der seht ihr auch, wenn ich so über mein Gesicht streiche, seht ihr das? Oh, wie schön der ist. Der macht auch so ganz toll den Highlighter auf dem Gesicht, auf das Gesicht. Und hier steht auch, glaube ich, sogar Highlighter drauf. Ja, Highlighter Brush. Also ganz oft steht es auch drauf, wenn ihr unsicher seid. Aber wie gesagt, man darf sie auch entfremden. Und den nehme ich auch ganz gerne. Also das ist hier so mein Universal Pinsel. Der ist hier so ein bisschen rund und so ein bisschen buschig. Und den nehme ich gerne für alles so. Ich glaube, am liebsten für Puder. Aber auch für Highlighter habe ich den auch schon benutzt. Also ist auch irgendwie so ein Allround-Pinsel, so ein einer für alle, einer für alles. Nein, das stimmt auch nicht. Puder oder Highlighter benutze ich damit sehr gerne. Ich glaube, das wird ein langes Video. Das wird ein langes Video. Jetzt kommen noch, ich versuche es mal kürzer zu machen. Jetzt kommen natürlich noch die ganzen Lidschattenpinsel. Ach,
Lidschattenpinsel ist auch so ein ganz spezielles Thema, finde ich, weil ich finde, auch da sollte man immer das Produkt nehmen, womit man am besten klarkommt. Wenn man Anfänger ist, dann muss man sich natürlich irgendeinen Pinsel kauft man sich dann wahrscheinlich in der Drogerie oder bei Douglas, lasst euch da beraten. Ich will euch da einfach nur sagen, ich suche die jetzt mal kurz raus. Ich würde an eurer Stelle, wo ist denn jetzt, ach da, einen Pinsel nehmen, der so ein bisschen schräg zuläuft. Und das habt ihr hier, das ist einmal Make-up Coach, der Schlüpfi-Puschel, und das ist hier Sigma. Und das sind so die Pinsel, die ich ganz gerne mag. Ich habe hier auch noch einen von Luvia. Das sind so für mich so die liebsten Lidschattenpinsel, weil, und ich nehme ja fast nur noch Schlüpfi-Puschel, weil der ist so ein bisschen abgeschrägt und damit kommt ihr immer so ganz toll hier hin. Und der nimmt halt das Produkt so toll auf. Er nimmt Lidschatten auf und er verteilt diesen Lidschatten ganz gemächlich und in Ruhe. Und das machen halt oft so diese Pinsel, die so ein bisschen spitzer zugehen, die so ein bisschen buschig sind und spitzer zugehen. Das sind meistens die besten Lidschattenpinsel nach meiner Erfahrung. Es gibt auch Pinsel, die gehen so ein bisschen auseinander. Der hier zum Beispiel. Das sind aber dann wieder nicht die Pinsel, die so ein bisschen auseinandergehen hier oben, seht ihr schon, die gehen so gerade zu und sind so buschig, wie so ein richtiger Pinsel sehen die aus. Die gehen nicht schmal zu, sondern die sind so ein bisschen breiter oben. Das sind meistens die Verblenderpinsel. Das heißt, der schmal zuläuft, ist dafür da, das Produkt aufzutragen und dahin zu platzieren, wo ihr das haben möchtet. Wenn ihr euch jetzt hier beispielsweise so schön so ein bisschen dunkel auftragen möchtet und ihr möchtet das ziemlich gezielt haben, dann ist das immer toll so zum Auftragen. Wenn ihr dann aber das so ein bisschen verteilen wollt, und da steht dann meistens drauf, dass es ein schöner Blenderpinsel ist, damit verblendet ihr denn, weil die sind weicher. Die spitz zulaufenden sind meistens so ein bisschen fester, damit könnt ihr schön ganz viel Produkt auftragen und auch schön gleichmäßig. Und die Pinsel, die so ein bisschen aufgefächerter sind, die sind weicher, die sind dafür da, den Lidschatten, guck mal, das seht ihr auch, wie der sich biegt, ne? Die sind dafür da, dieses Produkt ganz gleichmäßig zu verteilen, dass es so richtig schön so aussieht, so wie eine Fläche, die nur so ganz langsam verschmilzt mit der Haut. Dafür sind meistens die Lidschattenpinsel da, die so ein bisschen auseinandergehen. Ja, und dann habt ihr natürlich, ihr glaubt nicht, wie viele Pinsel ich habe. Ne? Ist immer die Frage, welche braucht man davon? Na, wie viele braucht man überhaupt? Ich habe ja meistens nur ein, zwei Pinsel, womit ich arbeite. Ich habe zum Beispiel, jetzt zeige ich euch diese Pinsel nochmal, obwohl der ist so ein bisschen außen vor, aber das sage ich gleich. Wenn ihr jetzt Pinsel habt, die sehr flach sind und die vielleicht, also die nicht nur flach sind, sondern auch so ein bisschen ungefähr so diese Form haben. Also nicht groß, nicht klein, eng gebunden, so ein bisschen. Das sind meistens die Pinsel, die dafür da sind. Entweder natürlich könnt ihr immer machen, hier das bewegliche Lid anzumalen. Aber meistens sind das die Pinsel, die sehr, sehr gut sind für Creme-Lidschatten. Wenn ihr jetzt so ein Pot habt mit Creme-Lidschatten, so ein cremiges, weiches Produkt, dann könnt ihr das damit ganz toll machen, dass ihr hier ganz, ganz toll Produkt aufnehmt. Oft sind es auch die Pinsel, womit man sich Glitzerlidschatten am besten auftragen kann, weil die halt nicht so fluffig sind. Da geht ihr rein in das Produkt und dann habt ihr den ganzen Pinsel voll und dann könnt ihr das hier wunderbar so raufdrücken. Dafür sind diese kleineren, eng gebundenen, flachen Pinsel ganz toll. Und den hier habe ich noch dazu geholt. Das ist der Lidschattenpinsel Nummer, ich vergesse das ja immer, wisst ihr ja schon, Nummer 1 von Make-up Coach. Den liebe ich über alles und den benutze ich wirklich fast jeden Tag. Die anderen gar nicht so. Ich benutze den am meisten. Der ist natürlich fluffiger, aber trotzdem hat er auch diese Form, dass er so ein bisschen platt ist von der Seite und so ein bisschen ja, buschig kann man nicht sagen, aber ihr seht ja so die Form. Und damit kann ich immer richtig toll, wenn ich meine Falten festhalte und ich habe hier Brightliner oder Kiko-Stifte oder cremigen Lidschatten aufgetragen, liebe ich das damit hier
zu verblenden. Also das mache ich immer. Und zwar nehme ich ihn immer erst so zur Seite, gehe dann hier richtig in die Falten rein und dann drehe ich ihn irgendwann und dann verteile ich so nochmal. Das mache ich aber nicht mit Lidschatten, nicht mit Puderlidschatten. Das mache ich nur mit Cremeprodukten, weil damit geht es am besten. Mit Lidschatten, mit so einem kleinen, kurzen, gebundenen Pinsel, da habt ihr leider nicht so ein schönes Ergebnis. Es geht natürlich auch mal in der Not, aber ihr habt nicht so ein schönes Ergebnis mit Puderlidschatten. Da würde ich eher die andere nehmen, die spitz zu laufen. Und ich würde immer diese kurzen, so ein bisschen festeren Pinsel immer für Cremeprodukte benutzen. Damit habt ihr einfach das schönste Ergebnis. Den hier würde ich allerdings jetzt auch nicht für Glitzerlidschatten nehmen. Da würde ich wirklich nur so ein ganz, ganz engen Kandidat nehmen. Also ihr seht ja schon so ein bisschen der Unterschied. Der eine ist so ein bisschen weicher, fluffiger und der ist halt hier so richtig so ein festgebundener. Und damit kann man halt besser arbeiten. So, jetzt muss ich nochmal hier gucken. Ja, wenn ihr auf schnell einen Lidschattenpinsel sucht in der Drogerie, dann würde ich euch den empfehlen, diesen doppelten hier. Ich gucke mal, das ist die 032. Vielleicht gibt es den ja noch. Also das ist ein ganz, ganz toller Lidschattenpinsel. Den habe ich immer ganz, ganz viel und ganz oft benutzt. Ansonsten... Ja, dann hat man natürlich noch so spezielle Pinsel, nicht Lidschattenpinsel. Das sind hier so die speziellen Pinsel. Einmal habt ihr hier einen Applikator, den gibt es auch so bei Rossmann zu kaufen. Damit könnt ihr ganz, ganz toll immer hier das bewegliche Lid richtig schön anmalen, wenn ihr so einen Lidschatten habt, der zum Beispiel hell ist. Ihr möchtet hier das helle Lid so ein bisschen anmalen oder auch hier. Damit könnt ihr schön, das ist wie so ein Schwämmchen, da könnt ihr viel Produkt schnell auftragen. Für Lidschatten eignet der sich aber gar nicht. Dann habt ihr einen eng gebundenen, der so ein bisschen schräge ist. Das ist der kleine Schräge vom Make-up Coach, den liebe ich über alles. Damit kann man seine Augenbrauen anmalen. Damit kann man sich hier so ein Wing setzen. Damit kann man sich einen Eyeliner-Strich ziehen und man kann auch hier unten ganz toll arbeiten. Dafür ist der spezialisiert und auch am besten, also wenn ihr so einen ganz kurzen habt, so wie der hier zum Beispiel, der ist von Luvia, das ist auch so ein ganz, ganz kurzer, ne? Und der ist auch so ein bisschen fest, ist auch weich, aber er ist auch ein bisschen fest und damit könnt ihr natürlich ganz, ganz toll hier unter der Wasserlinie malen, ne? Lidschatten. Oder auch hier oben, hier oben ist schon wieder ein bisschen schwierig, aber hier unten könnt ihr ganz toll und vielleicht könnt ihr euch damit auch einen tollen Wing machen, wenn ihr möchtet. Also hier außen so ein bisschen dunkler werden. Dafür sind diese Pinsel gedacht. Und dann habe ich hier noch zwei, die sind für die Lippen gedacht. Da steht auch meistens drauf, hier steht zum Beispiel Lucky Lips und hier steht drauf, kann ich jetzt nicht lesen, kleiner Schräger. Also kann auch sein, dass der für das Auge gedacht ist, ist vom Make-up Coach, aber ich liebe den so für die Lippen. Der ist schön weich, aber nicht zu weich und der ist so schön abgeschrägt, dass man sich hier die Lippen so schön nachmalen kann. Also so eine Lippenpinsel gibt es auch und der ist, so seht ihr schon, der ist noch rot so ein bisschen. Damit kann man sich einfach ganz toll so ein bisschen die Lippenkontur nachmalen. Dafür gibt es halt auch noch Pinsel, auch noch für die Lippen. Und dann gibt es ja auch noch diese Bürsten. Das läuft ja auch noch unter Pinsel. Ja, und dann gibt es natürlich die immer rumstehen und die ich so gar nicht benutze, weil ich irgendwie nicht weiß, wofür. Und das ist natürlich oft so. Ich habe 3 Millionen Pinsel, ihr wahrscheinlich auch. Klar, ich schminke mich viel, weil ich ja auch einen YouTube-Kanal habe. Oft sind sie auch in der Wäsche. Es muss ja auch immer sauber sein hier am Arbeitsplatz. Ich kann ja nicht mit so schmuddeligen Pinseln hier arbeiten für euch. Aber ich habe natürlich auch ganz viele Pinsel, die hier rumliegen, die ich euch jetzt vielleicht erzählt habe. So, ja, boah, toller Pinsel und so. Der ist natürlich toll, aber ich benutze die nicht. Also es ist ganz oft so, wenn ich jetzt mal so zeigen würde, welche Pinsel ich eigentlich so benutze jeden Tag, dann ist es der für Foundation, der für Kontur, der für Concealer, Rouge, weiß ich nicht genau, Bronzer, eventuell der, weiß ich nicht, irgendein Bronzerpinsel, ja, meistens der für Highlighter und dann ganz oft benutze ich einfach nur einen Lidschattenpinsel.
Ja, für die Lippen benutze ich kaum Pinsel. Für die Augenbrauen habe ich meine Stifte. Ja, bei den Lidschattenpinsel, da bräuchte ich eigentlich nur einen. Das wäre der Schluffi-Puschel. Also im Grunde genommen habe ich 3 Millionen Pinsel und diese bräuchte ich eigentlich nur. Und das ist schon viel. Also das ist ja echt schon viel eigentlich, ne? So für einen Schminki so viele Pinsel. Ups. Ja, das sind eigentlich die, die man braucht und meistens hat man ganz viele. Wenn ihr euch neue Pinsel kaufen möchtet und ihr wisst nicht, welche in der Drogerie, For Your Beauty, Real Technik, Online, Make-up Coach auf jeden Fall, die sind toll, oder bei Pjusch mit Rabattcode, Nabla nicht, Sigma, auch bei Douglas Sigma. Sigma Make-up Coach. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Tipps weiterhelfen. Ich hoffe, so habt ihr euch auch das Video so ein bisschen vorgestellt, dass euch das so ein bisschen hilft. Es ist ein langes Video, ich weiß, aber ich habe gedacht, ach, zwei Teile ist auch doof. Ich mache einen Teil, dann ist das Video ein bisschen länger. Ich hoffe, euch hilft das und wenn ihr Fragen habt, natürlich sehr, sehr gerne stellt mir Fragen. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig so ein bisschen Fragen beantworten. Schreibt gerne eure Erfahrung in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und dann sage ich Tschüss, gerne bis zum nächsten Mal. Und dann bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.